Sibiu im rumänischen Siebenbürgen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Schmuckstück rausgeputzt. Die mittelalterliche Altstadt wurde komplett renoviert, alles sauber, nett und aufgeräumt. Vielleicht ein bisschen langweilig, wie das Image des langjährigen Bürgermeisters Klaus Johannis. Jetzt geht er in die Hauptstadt Bukarest als neuer rumänischer Präsident mit deutscher Abstammung. Johannis kann den Überraschungssieg selbst noch nicht ganz fassen, die Menschen in Sibiu schon. Der deutsche Bürgermeister kann einfach gut wirtschaften. Es sind sehr viele Firmen gekommen aus dem Westen, die haben viel Kapital mitgebracht, vor allem deutsche Firmen. 14 Jahre war Johannis Chef im Rathaus und von seiner Bilanz kann der Rest des Landes nur träumen. Praktisch seit 2006 haben wir in Hermannstadt Vollbeschäftigung. Selbst in den letzten Jahren in der Krise hatten wir irgendwann 2009, 2010 eine maximale Arbeitslosigkeit von 4%, die ist inzwischen wieder weg. Mit dieser Kompetenz hat er im Wahlkampf für sich geworben. Als integrer Politiker, angetreten, um die grassierende Korruption im Land zu bekämpfen und den 20 Millionen Rumänen eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. So viele von euch haben mir erzählt, dass sie von dem Geld, das sie in Rumänien verdienen, nicht leben können. Ich will nicht, dass die heute 30- bis 40-Jährigen wieder eine verlorene Generation sind. Es soll sich für euch lohnen, in Rumänien zu leben und zu arbeiten. Damit hat er einen Nerv getroffen in einem Land, das unter ständiger Abwanderung leidet. 3 Millionen Rumänen leben bereits im Ausland, wo sich gestern chaotische Szenen vor den rumänischen Konsulaten abspielten, weil die auf den großen Wählerandrang nicht vorbereitet waren. Absichtlich nicht, so vermuten viele, weil die Auslandsrumänen zu einem Großteil für Johannis stimmen. Wir wollen wählen, steht auf ihren Zetteln, für eine gute Zukunft. Denn irgendwann, sagen die meisten, wollten sie in die Heimat zurück. Nach seinem Wahlsieg trat Johannis selbstbewusst vor die Kameras. Er forderte die Regierung auf, die Verantwortlichen für die chaotische Wahlorganisation im Ausland zur Rechenschaft zu ziehen und die Korruption endlich entschieden zu bekämpfen. Was auch eine klare Ansage an den unterlegenen Rivalen war, den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Ponta. Noch im Wahlkampf hatte er einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Straffreiheit für korrupte Politiker vorsah und ihn heute wieder zurückgezogen. Einen Rücktritt lehnte Ponta ab. Das heißt, nun wird es davon abhängen, ob es Johannis und Ponta gelingt, gemeinsam Rumänien nach vorne zu bringen.